So, wir sind jetzt hier in Hammamet. Mit einem wunderschönen Sonnenuntergang. Ja. Mal filmen. Hier seht ihr den Strand in Hammamet, der ist natürlich nicht ganz so schön. Ach so, bitte sehr, ne? Aber dafür. Danke. Ja, und ihr hört, hier wird man direkt angequatscht überall. Alle sind die irgendwie der Koch oder der Kellner vom Hotel oder sonst, ja. Und ihr kennt das halt an eurem Bändchen, weil ihr habt dieses All-Inklusive-Band, da sehen die das halt und dann sagt so, kennst du mich nicht, ich bin der Koch hier und so. Auch wenn du das Bändchen umdrehst, hilft alles nichts. Nee, die wissen ja genau. Genau, so sieht's aus. Da hinten müsste irgendwo unser Hotel sein. Hier ist das Kastell. Und da drüben ist Party. Ja, hier seht ihr so ein bisschen den Boulevard von Hammamet. Jetzt gehen wir gleich mal Richtung Medina. Wenn ihr so ein Stückchen hier lang lauft, dann habt ihr hier so ein Café. Ihr seht, hier hinten ist die Burg. In dieser Burg ist ja die Medina drin. Und ihr könnt halt unten schön am Wasser lang laufen. Echt schön gemacht. Hier gibt es die Rückseite der Medina. Hier sitzen auch viele Leute. Ihr habt da sogar einen kleinen Strand. Und hier seht ihr weiter die Promenade. So ein kleines Stück noch. Ich weiß gar nicht, was da hinten ist. Schauen wir mal. Hier am Ende gibt es noch so eine kleine Bühne. Ein kleines Theater. Keine Ahnung, ob das noch genutzt wird. Hier sind so ein paar Sitzplätze. Und hier habt ihr eine Bühne, würde ich sagen. So, hier sind wir auf dem Rückhintenweg hintenrum zur Medina. Schaut mal hier, schicke Gebäude. Hier noch weiter, überall habt ihr jetzt hier die Pflanzen und Blüten. Ja, das ist jetzt November und da blüht noch einiges hier. Kann ich euch hier nochmal diese Gasse zeigen. Hier ist nochmal ein bisschen was, hier ist so ein Platz. Restaurant Berber, da seht ihr nochmal hinten das Kastell, da ist das Wasser. Da sind so ein paar Stände. Und hier ist so ein Spielplatz, da sind ganz viele Einheimische und angeblich ein Berbermarkt, aber ich glaube nicht, da war halt nicht so viel. Da waren also irgendwie nur 5 Stände oder der ist so klein. So, hier sind wir jetzt drin im Kastell. Tote Hose, nicht viel los. Kostet nicht ganz 3 Euro Eintritt hier pro Person. Aber ihr seht, es schon relativ dunkel und hier ist soweit nichts los. Aber wir schauen mal, ob wir da oben hochkommen und dann mal runter gucken können. Hier eine kleine Ausstellung, aber wirklich klein. Da so 3 Kanonenrohre und so ein bisschen hier landwirtschaftliches Zeug, denke ich mal. So, hier unten habt ihr einen Blick auf die Medina. Seht ihr, hier sind so ein paar Shops. Kann nicht so nah rangehen, ich bin nicht schwindelfrei. Genau, und hier hinten seht ihr noch ein bisschen von Hammamet. Sieht von oben jetzt nicht so toll aus. Da habt ihr noch ein Restaurant. Könnt ihr mal auf der anderen Seite gucken. Da ist die Moschee. Und da hinten ist irgendwie so Mini-Riesenrad und so für die Kinder. Hier nochmal der Blick von oben in den Burginnenhof. Hier steht eine Pinie vor mir. Ist aber auch nicht viel zu erkennen. So, hier nochmal ein Blick von oben, von der Burg, rüber über Hammamet. Da rechts seht ihr ein Restaurant, oben. Da kann man ganz gut essen. Hier ist der Strand. Das Meer, ihr seht, hier unten sind überall Stände. Und wenn ihr jetzt riechen könntet, hier riecht das riechen nach Popcorn und Mandeln. Ich habe zu Anna gesagt, oh, riecht wie auf der Kirmes hier. So, wir gehen mal hier vorne nochmal rüber. Warte, ich nehme euch mal mit. Da seht ihr halt das Meer. Da hinten, wo das weiß ist, Moment. Da, ich weiß nicht, ob ihr das kennen könnt, da sind die ganzen Hotels von Hammamet. Ja, hier habt ihr ja mehr die Einheimischen wohnen, da hinten ist so die Touristenmeile. Ja, unten ist das Restaurant nochmal, was ich euch vorhin gezeigt habe, hier von oben in dem Kreisverkehr. Wie gesagt, da war ich mal vor ein paar Jahren, da sah es aber noch ganz anders aus. Da kann man schön sitzen und essen. Und das war damals gar nicht teuer. Keine Ahnung, wie es jetzt aussieht. Und jetzt ruft hier der Eckbert oder so hinter mir. Ashhadu an la ilaha illallah.
So, hier nochmal von der anderen Seite den Innenhof. Ich euch gerade schon gezeigt habe, ich versuche mal gegen anzusprechen. Ihr seht, ist nicht viel los. Und ja, hier drin sieht es jetzt auch nicht so angenehm aus. Also eigentlich geht man hier nur rein, um vielleicht von oben mal hier runter zu gucken. Hier ging gerade die Beleuchtung an, das sieht auch ganz schön aus. Hier habt ihr den Skischacht. Da könnt ihr hier durch und hier Nasira und Matthias waren auch schon da. So, jetzt kommt der Abstieg hier wieder vom Kastell. Kleiner Tipp, wenn ihr reinkommt, geht rechts die Treppe hoch. Die teilt sich halt hier die Treppe. Und dann nehmt die rechte Seite, weil wir sind falsch rumgelaufen. Da müsst ihr eigentlich wieder alles runter und wieder hoch. Und so seid ihr halt direkt am Meer. Weil da hinten auf einer Seite gibt es nicht so schöne Sachen zu sehen. Hier ist halt noch so eine kleine Ausstellung. Ich glaube, so ein geschichtlicher Abriss hier von dem Kastell und vielleicht auch von der Stadt. Viel in Französisch hier oder in arabischer Schrift. Sind zwei Räume insgesamt. So weit oben jetzt. So, hier seht ihr nochmal die Medina hier von Hammamet. So ein typisches Souvenir-Meilen-Ding, wo alle Leute einem hinterherlaufen. Ihr seht da von außen nochmal der Burg. Hallo ihr Lieben. Ja, das war unser Hammamet-Ausflug, den ihr gesehen habt. Genau. Und jetzt unsere Meinung dazu. Ja, wie hat es dir gefallen? Mega. Also wirklich, ich war total begeistert von Hammamet. Aber für mich ist das ja auch Burg, Berge, Wasser, Meer, was will man mehr? Und Sonnenuntergang. Ja, und meine Meinung ist, ich war schon ein paar Mal im Hammamet. Ich war nicht begeistert, muss ich sagen. Für mich, ich kannte halt die Burg, okay, das ist schön da oben, aber dafür dahin zu fahren, hätte sich für mich jetzt nicht gelohnt. Ich wusste halt, die Anna halt so ein Burgenfan ist da. Die Medina ist... ja, da kriegt er halt die Sachen, die ihr überall bekommt. So Umhänge, Töpferschalen, ja. Kamele aus Stoff. Oder ja, so für Kinder und so ein Zeug. Und einfach so für die Medina lohnt sich das einfach gar nicht. Das war auch nicht schön gewesen. Jetzt mag auch sein, das Jahr ist zu Ende, dass da auch nicht mehr viele Stände offen waren jetzt. Ne? In einem Restaurant waren wir nicht. In dem einen Restaurant, was wir euch gezeigt haben da. Ja. Da war halt relativ voll gewesen da. Und ja, schade. Wir waren eigentlich relativ fix durch. Und ansonsten, klar, man hat die Promenade da mit Gaststätten, wo man sich hinsetzen kann und so. Es ist schon schön gemacht jetzt. Wenn ihr mal in der Nähe seid, klar, könnt ihr euch das anschauen. Aber wenn ihr jetzt sagt, ihr fahrt für die Medina dahin, das lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Aber ich finde, Hammamet ist sehenswert. Schon. Also wenn jetzt jemand so Burgen mag und so, das ist... Ja, aber hat sich das denn gelohnt, in die Burg zu gehen? Ja, sag mal so. Was hat das gekostet? 3 Euro, 8 Euro, 5 Euro, weiß ich nicht mehr. 8 Euro. Echt, pro Person? Oder ja, die Waldfee? Genau. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich fand es nicht zu teuer. Ja, es ist nichts zu sehen da drin. Weil du gehst halt nur hoch und das war's. Man sieht ja von der Burg jetzt nicht viel. Du kannst ja von oben runterschauen, ins Land. Genau. Ja, und das war es aber auch gewesen in der Burg selber. Ja, wir hatten ja Glück, dass sie ist ja ganz verdürrt. Da steht ein Baum oder zwei. Und ja, du hast noch ein kleines Museum dabei. Aber das seht ihr ja im Video, da habe ich das ja ein bisschen gefilmt. Genau, ja. Das fand ich schon schön. Nur es war halt nicht viel. Ja, deswegen war auch keiner da, denke ich mal. Die Leute wissen das schon. Ja, klar. Aber das Ding ist, wir hatten ja Glück, dass wir genau den Sonnenuntergang auch erwischt haben. Ja. Von daher sah da sehr, sehr schön aus. Was mir persönlich jetzt nicht so gefällt, ist einfach, man kommt an mit einem Taxi, zack, wird man direkt angesprochen. Ich bin der Koch von eurem Hotel und... Oh, dann wollen sie einem was aufdrehen. Das ist halt nervig. Ja, das, ja man hat halt... Sage, ja, wo ich sage, boah, muss ich da hin? Ne? Weil man wird ja an jeder Ecke angesprochen. Ne? Man hat ja jetzt nicht so Ruhe, wo man sich Sachen angucken möchte. Und das ist halt nervig. Aber ansonsten war es schon. Ja, das ist halt... ich finde es halt auch schwierig, weil... ja, man will den Leuten eigentlich auch vertrauen, aber man geht mit einem gewissen Misstrauen mittlerweile dahin. Ja, ne? Ja. Weil die erzählen halt alle, Schrott, es stimmt nicht, der ist kein Koch vom Hotel, der hat noch nie unser Hotel gesehen. Ja. Der kennt es halt hier an unserem Band. Aber du hast umgedreht, ich hatte eine Jacke um, also man hat nichts gesehen. Ja, doch, die haben das trotzdem gesehen gehabt. Also die sehen die Farbe ja auch, orange ist das halt. Ne? Nee, du hast das ja umgedreht gehabt. Naja, auf jeden Fall erkennen sie es aber trotzdem. Ich habe es ja hinterher umgedreht. Mhm. Die wissen halt da und dann sagen sie, ich bin der Koch, hast du mich nicht gesehen und so. Und
es stimmt gar nicht und ja, die belügen einen, ist wirklich ganz einfach so, ja. Ja. Und egal, wo man Ecke hingeht, überall ist das. Und dann weiß man nicht, meint es wirklich mal jemand nett und will sich einfach nur mit einem unterhalten, ja. Dann stellt man sich hin, unterhält sich so ein bisschen und auf einmal packt er da seine Ketten aus oder was weiß ich und sagt, hier, komm, leben und leben lassen oder was weiß ich, ja. Und dann denkt man, oh, man hat sich vernünftig unterhalten und ja, man geht mit einer gewissen Zeit, geht man einfach nur so darüber und lässt die Leute so links liegen. Und da sind leider auch die dabei, die vielleicht wirklich mal nur ein Plätschchen halten wollen. Ne? Genau. Ist halt schade, aber 90% der Leute ist wirklich hier, ist halt so, dass, ja, die wollen ja verkaufen, ne? Ist halt ihr Geschäft. Ist halt Geschäft. Ist halt so, ja. Kann man ja auch verstehen, aber man kann das nur zu einem bestimmten Zeitpunkt verstehen oder, ne, wenn die dann aufdringlich werden, das finde ich halt doof. Ja. Also für mich, Hammamet muss nicht sein. Für mich schon. Ja, gut. Dann hoffen wir, wir konnten euch ein bisschen helfen mit dem Video und ihr könnt euch selber euer Bild machen. Könnt ihr mal reinschreiben, wie sind eure Erfahrungen mit Hammamet? Wart ihr schon da? Ja, das wäre cool. Ja, wie hat es euch gefallen? Genau. Und lohnt sich das eurer Meinung nach? Genau. Alles klar, dann macht's gut. Bis dann. Tschüssi.